So, YouTube. Wir sind vorbereitet. Die Horde nachkommt. Ich kann noch mal gucken, haben wir noch einen Skillpunkt? Wir haben noch einen Skillpunkt. Bogenschießen? Nee. Aber wir wollten ja auf Beweglichkeit gehen. Gehen wir hier noch mal auf Wendigkeit. Da machen wir nämlich ein bisschen mehr Kopfschussschaden und sowas. Und mit Bögen, ja, das ist doch ganz gut. Und beim nächsten Mal können wir dann sogar das Bogenschießen auf Scharfschütze noch machen. Dann haben wir das zumindest. Weiter will ich da erstmal nicht gehen. Wir essen jetzt noch was. Und dann geht jetzt eine halbe Stunde voller Kampf los. Ich werde nicht in den Chat gucken, für alle, die im Chat dabei sind. Es wird nicht gehen. Ihr werdet den puren Genuss erleben, wie ich hoffentlich nicht versage. 58%, 59%, 58% dagegen aktuell. Was ist mit euch los? Glaubt mal dran. Wir haben unsere Waffen vorbereitet. Alle sind einmal durchgeladen. Unser Feuerding ist vorbereitet. Wir haben eine Bandage dabei. Wir haben nochmal Trinken dabei, falls wir wegrennen müssen. Wir haben Munition dabei, Reparaturzeug dabei. Wir haben den Bogen mit den richtigen Pfeilen ausgestattet. Viel Glück. Danke. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch brauchen werde. In 3, 2, 1. Der Blutmond startet. Okay. Da. Da hinten sind sie. Da kommen sie. Okay. Jawohl. Das Licht ist gerade echt beschissen. Oh Mann. Jawohl. Jawohl. Da hinten. Wo ist sie? Da. Noch haben wir alles unter Kontrolle. Ich glaube, ich brauche gar nicht hocken, nicht? Oh Mann, jetzt kommen wieder kurz über den Kopf geschossen und so eine Sachen. Da. Sehr gut. Bis jetzt fühle ich mich noch sicher. Aber es ist auch erst 22:40 Uhr. Der marschiert aber auch gut durch. Wenigstens ihn einmal anhitten, nicht? Das ist so. Ah, genau zwischen beide geschossen. Mein Gott! Okay, ich weiß immer nicht, ob die denn tot sind oder nicht. Aber anscheinend noch keine größeren Zombies. Bis jetzt zumindest. Wahrscheinlich steht schon was hinter mir und ich krieg's gerade nicht mit. Okay. Sehr gut. Ey, du machst... Ah, sehr, hat einen Rucksack fallen gelassen. Jetzt kommen sie von rechts, hört das? Jawohl, den haben wir. Okay, wir müssen rüber. Wo? Da.
Ich sehe die gar nicht. Da kriecht einer. Den habe ich das Bein weggeschossen. Das ist schon gut. Da war ein Hund. Mann. Manchmal rennen die... So, boah. Alter, der spurtet ja richtig. 100 Pfeile schon verduselt. Trefferquote nicht mal bei 20%, würde ich sagen. Sieht man eigentlich sowas wie Trefferquote? Oh, noch ein Rucksack. Sehr gut. Kill-Death Ratio bei mir in Shootern ist immer so 0,05 oder so. Also Treffen... Ich habe lieber so automatische Treffmodi. Das wäre noch geil, wenn die hier so ein... Ja. So ein Wast-Modus hätten wie in... Jawohl. Ah, die ist abgehauen. Oh, daneben. Sehr gut. Er lebt noch. Ey! Geht doch. Jetzt sind sie da. Mann. Das sind auch immer Millimeter. So. Oh Mann. Da sind die Hunde. Oh, die können echt durchlatschen, nicht? Oh, noch mehr Hunde. Oh. Ich brauche unbedingt... Eigentlich brauche ich nur Stacheldraht. Und dann kann ich die viel besser abschießen. Kann man den Stacheldraht auf die Dinger setzen? Das wäre vielleicht noch was. Da hinten. Jawohl. Aber ich soll mal lieber nur eine Seite komplett kaputt machen. Mann! Jawohl. So. Kann ich hier nach vorne? Lockt das die noch mehr an? Nee, sind jetzt komplett hinten, nicht? Ja, jetzt kommt eine Angriffswelle auf der Seite. Probieren halt jede Ecke mal ausgefühlt. Hier treffe ich irgendwie gerade gut. Das war gar kein Zombie. Das war ein Busch. Verwechselt, sorry. Oh. Wie ist er da durchgekommen? Ey! Er ist wieder so einer, der sich nicht treffen lassen will. Es gibt immer welche, die triffst du irgendwie. Die haben eine gute Bounding-Box und manche beschleunigen dann oder hauen ab oder sind ganz leicht nicht zu treffen. Und schon 200 Pfeile verschossen. Aber es sieht gut aus für alle Non-Believer. Mann, 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 Leute. Okay, ich hätte mit schlimmeren Zombies gerechnet. Ach du Scheiße, da ist der Kampfbär. Oder was ist das? Oh no. Oh hell no. Oh fuck it. Oh Scheiße, der frisst sich durch die Kacke durch. Den müssen wir wegkriegen. Genau mit sowas hätte ich gerechnet. Du... Oh, der springt einfach über alles drüber. Alter, was frisst der denn? Okay.
So. Meine Fresse. Alter. Genau vor dem Vieh hatte ich Angst. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr davon. Ey, der war doch getroffen. Komm. Da Rucksäcke. Okay, die haben die Seite gewechselt. Da hinten. Jetzt wieder hier. Mann. Eine Ruhephase. Okay, eine kurze Verschnaufpause. Aber mehr als 4 Zombies könnte ich zum Beispiel gar nicht handeln. Also mit 8 Zombies und alleine, da musst du schon richtig gut im Schießen sein. Sonst macht das gar keinen Sinn. Oh no. Ah, ist nur ein normaler Hund. Ich dachte wieder so ein... Oh Mann. Wir machen gar nicht so viel kaputt wie in der ersten Nacht. Oh Mann, da stirbt die beim Schießen. Manche auf... Da lohnt sich gar nicht drauf zu schießen, nicht? So, hab ich. Oh. Ging sie noch getroffen, auch wenn er schon tot war. Da ist wieder ein Hund. Oh Mann. Die zappeln auch immer von links nach rechts, die Dinger. So, den haben wir. Da ist noch eine. Na gut. Oh Mann. Jawohl. Mir reicht ja, wenn ich jeden einmal treffe, dann machen die nicht so viel Schaden. Durch die Beine. Oh, zweimal hier. Der kleine Kacker. Da, in die Brust. So ein Ding. Jawohl. Auch mal ein Volltreffer. Ja, sehr schön. Was mit ihnen? Sie können schon gar nicht mehr laufen. 2.13 Uhr. Ja, ich glaube... Also alles, was jetzt noch kommt, sollten wir schaffen. Oh. Ich hätte gern so eine Lebensanzeige. Ob es sich überhaupt lohnt, auf die zu schießen. Gibt es so eine Mod? Das wäre eine sinnvolle Mod. Und eine Auto-Aim-Mod. Das wäre auch noch was für mich. Alter, aber manchmal, du schießt auf die und das verprallt zwischen Arm und Boden in dem Pixel. So genau kann das Spiel das doch never ever berechnen. Das ist wahrscheinlich dennoch so ein Zufallsgeraffel dabei. Aber die Seite mögen sie, nicht? Da, weil da keine Mauer ist, eine zweite.
Das erste Mal, dass der Bogen kaputt ist, reparieren. Ah, vor die Füße. Ich dachte, die beschleunigt wieder. Manchmal gehen die echt krass durch. Ich glaube, wir machen schon echt gut Schaden. Also zumindest für die Zombies hier. Wenn ich die nächsten Nächte überleben. Also will ich schon, aber... Oh Mann. Ich sollte warten, bis die einfach dichter sind, aber dann treffe ich auch genauso wenig, nicht? Drei Uhr. Eine kurze Ruhepause. Okay, Hundi ist tot. Oh Mann. Aber da kriegt man auch wieder Lust auf Fallout 4. Okay, 3.25 Uhr. Alle Non-Believer. 57% haben gesagt, sicher nicht. Ich würde sagen, es kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn jetzt nicht irgendwie Meteoreinschlag noch kommt. Oder 5 von diesen fetten Viechern. So. Sehr gut. So viel dazu, dass Vögel noch nicht kommen. Aber wir sind hier sicher drin. Mein Käfigkonzept hat funktioniert. Und die letzten paar Zombies sagen Hallo. Das Problem ist, ich sehe die auch manchmal gar nicht einfach. Die, wir brauchen irgendwie Licht oder so, dass ich die dann besser sehe. Oh Mann, du Hund. 3 Minuten. Jawohl, getroffen. Getroffen. Und geschafft. So, das sind die letzten 3, glaube ich. Ey. Ey. Es ging durch ihn durch. Ich glaube, weil er genau in dem Moment gestorben ist. Und da ist noch der letzte von der Vierertruppe. Oh. So, Nachladen, Höllenhund, brutal das Ding. Ja, deshalb kein MG, sondern eine richtige, deswegen ein MG und keine Pistole. Ja, ich glaube, das könnte gut sein. Aber, ich sag mal so, ich musste nur einmal den Bogen reparieren und wir haben sogar noch Pfeile übrig in Massen. Gut, das nächste Mal wird schwieriger. Davon mal abgesehen. Aber kommt, das war ja fast entspannt. Jetzt können wir die Sachen weglegen. Zung, zung,
Rüstungsverletzung, die wir nicht mehr brauchen. Oh. Zombies rennen auf schwer ist anders wild. Da braucht man 10 Maschinengewehre. Die sind so hart, die Höllenhunde. Ja, deswegen spiele ich das nicht auf diesem Niveau. Ich treffe ja so schon kaum. Dann würde es mir keinen Spaß machen, nicht? Und das Thema hatten wir ja. Ich finde, ein Spiel muss Spaß machen und nicht, es muss eine Herausforderung sein, sonst ist es kein Spiel. Finde ich nicht. Ich gehe arbeiten, das ist eine Herausforderung genug. Da brauche ich nicht noch Stress im Spiel. Ein bisschen ist gut, nicht? Aber zu viel ist dann auch zu viel. Was haben wir noch? Habe vor gut einem halben Jahr mal eine Runde auf schwer und alle 2 Stunden Echtzeit, jede Nacht ein Blutmond. Das war Stress bis an Tag 42 zerstört worden. Kam mit dem Aufbau nicht mehr nach. Oh ja. Glaube ich, bin dir auf schwer schon. Ich glaube, ich bin auf schwer 60 Mal gestorben, sagt noch Psycho Polonia. Vor allem die Verstrahlten, ja, genau. Vor denen hatte ich Angst, dass die jetzt schon kommen. Oder die schießen. Ja, die fressen auch alle Unmengen Munition dann. Munition haben wir halt noch nicht so viel. Da können wir auf jeden Fall nochmal nachjustieren dann. Ich nehme nochmal oder ich nehme schon mal Speck mit. So, dann haben wir das. Benutzen wir. Auch wenn wir eigentlich voll sind. Und dann können wir rausgehen. Auf jeden Fall hat die Basis gehalten. Und jetzt ist so die Frage, wie kommen wir raus? Ja, das ist nämlich jetzt. Kacka. Okay, das geht. Das ist gut. Lass los. Sehr gut. Oh. Oh, da können wir nicht. So, das muss reichen. Holla, holla, holla. Sieg. Steg drüber bauen. Ja, genau, den Steg. Aber, oh, guck mal, wir können die auch diesmal so looten. Ich bin gespannt, was da Gutes drin ist. Können auch schon mal so ein bisschen nach. Gut. Aber das Gute ist, hier müssen wir auch nichts mehr großartig reparieren. Nicht? Wir bauen hier eine neue Base. Bedeutet, alles, was hier steht und jetzt stehen geblieben ist, bleibt einfach so stehen. Und ich finde, also, sie haben viel weniger kaputt gemacht als die letzten Nächte. Gut, hier kann ich mal einen nachbauen, nicht? So, dass das wieder ein bisschen aufgefüllt ist. Aber ansonsten finde ich, hier haben sie halt ein bisschen gewütet. Muss man ja schon so sagen. Aber, oh Mann, ja, mit dem Fokus. Ja, Fokus, hier doch das Ding, was ich reparieren will, danke. Mann, Spiel. Oh, also, dass sie das nie verbessert haben. Ich finde, dass manche Sachen sind so grundlegend wichtig. Okay, da komme ich sonst nicht ran. Da hätte man wirklich ein bisschen was reinstecken müssen. Aber grundsätzlich war noch genug Reserve da, nicht? Klar, wenn die doppelt so stark wären, hüpf, hüpf, sterb, sterb. Da hätte ich mehr Probleme. Aber wir können ja jetzt Eisen herstellen, wir können verstärkte Dinger hier machen. Und. Grundsätzlich aber denke ich, ist sehr viel stehen geblieben. Wir haben sehr viel Bücher bekommen diesmal. Letzte Hordenacht war echt enttäuschend, was da so drin war. Die haben eine Reihe Holz gerade mal weggehauen. Im schlimmsten Fall. Gut, hier sind sie ein bisschen krasser durch. Oh. Jetzt habe ich den Rucksack zerhauen. Wow. Mann. Und dreimal da reingerannt. Ja, aber dieser Bär war schon krass. Also was der gefressen hat. Mit dem Anvisieren werde ich auf jeden Fall nicht klar. Wir sehen uns morgen. Bis dann, Psycho Polonia.
viel Spaß mit dem Hund beim Gassi gehen. Ich hoffe nicht, dass du hier vorbeikommst und ein Zombie bist. Weil dann muss ich leider vor allem den Hund wegschicken, auf freundliche Weise. Wäre irgendwie lustig, wenn Zombies 7 Days to Die Let's Plays gucken. Wie kann ich die nächste Basis besser aufbauen, ausnehmen? Okay, wenn wir also nur auf einer Seite angreifen, kriegen wir 20% höhere Chance, das Gehirn des Menschen zu fressen. Wer ist alles dabei? Oh, wir haben kein Holz mehr. Okay, aber wir sind fast einmal rum und haben repariert. Was haben wir denn so schönes? Bücher. Speere haben wir. Bögen. Armbrust. Eiserne Armbrust. Okay. Sehr gut. Aber ansonsten, ja, eher durchschnittliche Sachen drin, nicht? Gut, die können wir nochmal wegbringen. Ja, ein Essen war dabei. Und noch ein bisschen Munition. Oh, falsche Kiste. Das ist noch Medizin. Ja, übersichtlich, nicht? Okay, wir wollten das Fahrrad bauen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir brauchen die Dinger. Wir brauchen das. Wir brauchen die Dinger. Wir brauchen die Dinger. Das schaffen wir jetzt noch. Das ist das Eisen. Fahrrad. Sind nicht die Sachen, die... Achso, das kann ich nur hier bauen, nicht? Okay, fertigen und Fahrradlenker. So, was brauchen wir da? 9 Eisenrohre haben wir auch noch. Und wir brauchen einmal aus Stoff. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Stoff und Kleber. Wo ist denn der Kleber? Klebeband, Klebeband. Können wir jetzt sogar herstellen. Genau, 1. Bedeutet, wir können den Fahrradlenker herstellen. Bedeutet, wir können das Fahrrad herstellen, wenn wir noch die 2 Reifen holen. Ach, da oben sind die Sachen. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Sachen? Muss leider auch gehen. Bis dann, Mkono. Ja, ich bin auch gleich durch. Wir haben noch 2 Minuten in der Aufnahme. Wir bauen nur noch das Fahrrad. Und dann, würde ich sagen, gehen wir auf neue Abenteuerreisen. Mit dem Rad. Lang hat's gedauert. Ich glaube, wie viele Folgen? Bestimmt 30, 40 Folgen haben wir damit gebraucht. Aber ja. Jetzt müssen wir Eisen sammeln und Zement herstellen und dann bauen wir eine verstärkte Basis, einen Turm mit schönen Übergang, einmal oben drüber, einmal unten drunter drüber lang, nicht, dass wir so 2 Wege haben, um auszuweichen und ja, ich würde sagen, dann kann ja fast nichts mehr schief gehen. Und da haben wir unser Rad. Wir drehen noch am Rad. Okay, beim Bogen kann ich wieder auf die anderen Pfeile schwenken. So, sonst klappt das nicht. Und dann gucke ich mir das Rad natürlich noch an. Da ist es! Jawohl! Oh, ist das Rad invertiert? Ah ne, es geht mit der... Ah, das fährt in die Mausrichtung. Okay. Ja, aber guck mal, wie easy das geht. Da können wir auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gut Sachen erkunden nach der Hordenacht. Ist das nicht ein schöner Abschluss? Hordenacht überlebt, das Rad am Start und ich würde sagen, da ist unsere Holzbasis, Holzsammelbasis, da haben wir auch schon vorgesorgt, da haben wir das, falls wir Holz brauchen, auch das Holz da. Nicht wahr? Also da können wir genug Holz sammeln. Die Bäume sind auch schon wieder nachgewachsen, die neuen, da könnten wir auch erweitern.
easy the peasy, würde ich mal behaupten. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Rad-Erkundung und die Vorbereitung mit dem neuen Powerturm gegen die nächste Horde-Nacht und den fetten Viechern. Wir brauchen auch Munition, um sie zu besiegen. Wir sehen uns, folgt rein, liked und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.